Herzlich willkommen zu einer spannenden und faszinierenden Reise in die Urgeschichte der Menschheit. Es geht heute um Speerschleuder, Knochenflöte und Mondkalender, um den Erfindergeist und die Kunstfertigkeit von unseren Urahnen im Paläolithikum. Es geht zurück in die Zeit der Eiszeit bis zu 2 Millionen Jahre. Man kann das hier ganz gut sehen. Das ist die Zeit etwa von der Mitte dieses Bildes bis zum zweiten Teil rechts des Bildes. Etwa um 10.000 Jahre vor heute ist die Eiszeit dann beendet. Das ist eine Zeit der großen Herausforderungen für die Menschen gewesen. Und die Menschen haben damit hervorragenden Kunstfertigkeiten und Erfindergeist geantwortet. Es ist der Ursprung von Technologien und von Protowissenschaften. Welche Menschentypen gab es überhaupt? Nun, heute kann man das relativ weit zurückverfolgen, bis zu einem Tier-Mensch-Übergangsfeld, das vielleicht vor 7 bis 8 Millionen Jahren anzusiedeln ist. Wir werden uns mit 3 Menschenarten beschäftigen. Das ist der Homo erectus, das ist der Homo neanderthalensis sapiens und wir selber Homo sapiens sapiens. Dabei werden wir zurücktauchen bis zu 2 Millionen Jahren und in dem letzten Teil des Vortrages wird es vor allen Dingen um die Zeit von vor 50.000, 60.000 Jahren bis 10.000 vor heute gehen. Im Verlauf dieser Menschwerdung, die man auch Homonisation nennt, haben sich die körperlichen Eigenschaften von uns Menschen, aber auch unsere geistigen Fähigkeiten herausgebildet bis zu unserem Status heute. Welche Menschentypen gab es damals? Nun, Sie haben alle noch im Kopf diejenigen mit irgendwelchen Fellkleidern und Keule schwingend, die Flintstones. Dafür dürfen wir uns natürlich verabschieden. Sicherlich würde der eine oder andere, wenn Sie mit ihm heute in einem Bus oder in der S-Bahn fahren würden, etwas Aufmerksamkeit erregen, wenn Sie sich Australopithecus afarensis beispielsweise anschauen, wo Sie auf 1 Million bis 2 Millionen Jahre zurückgehen, oder der Homo habilis, der würde für uns schon ein bisschen schwierig sein, wenn wir den anschauen. Aber das ändert sich doch sehr schnell und wenn wir auf den Homo erectus kommen, das ist auch eine Menschengattung, die sogar bis in eine jüngere Zeit anwesend war, vielleicht sogar bis um 30.000 Jahre noch existierte im Bereich Indonesiens, dann würden wir den durchaus akzeptieren. Und ganz besonders interessant ist es, wenn man auf der Grundlage der heutigen Forensik, also der Nachbildung von Gesichtszügen, diese Menschen rekonstruiert. Das sehen wir beim Homo georgicus oder auch beim Homo heidelbergensis und schließlich natürlich beim Homo neanderthalensis, dem Neandertaler, der ein hervorragend angepasstes Menschenwesen war. Und wenn Sie die Dame des Homo erectus da anschauen, die so nett und etwas spitzbübisch hineinlöchelt, dann haben wir eigentlich Zeitgenossen. Wir sehen hier eine Rekonstruktion eines frühen europäischen Homo sapiens, das sind wir. Und man kann natürlich dann auch die verschiedenen Ausprägungen sehen, zum Beispiel hier die Proto-Mongoliden, die auch rekonstruiert worden sind. Und natürlich dürfen wir nicht davon ausgehen, dass man hier mit Fellkleidung und Keule durch die Landschaft gezogen ist, sondern man hatte eine sehr schöne Hosenanzugskleidung. Wir werden das noch sehen, dass da auch Muschelbesatz dabei war. Das ist ein gutes Outfit gewesen. Man kann sich das zum Beispiel auch so vorstellen wie die entsprechende Kleidung der heutigen Inuit, wenn es um die Anpassung an das Klima der Eiszeiten gegangen ist. Aber wie haben Sie sich eigentlich selber gesehen? Nun, es gibt eine ganz interessante Fundsituation, und zwar der sogenannte Kiesel von Makapansgat, das ist in Südafrika, ein Objekt, das 3 Millionen Jahre alt ist, 3 Millionen Jahre alt, und das der Australopithecus nun mit sich getragen hat. Das war ein natürlicher Kiesel, aber der Australopithecus hat in diesem Kiesel ein Gesicht erkannt, sein Gesicht wohl erkannt, und hat diesen Kiesel ein bisschen verändert. Und wir sehen sozusagen in eine Bildnis des Australopithecus, so wie er sich gesehen hat. Es gibt dann aus sehr, sehr viel späterer Zeit noch eine berühmte Protofigur, nämlich die Figur von Tantan in Marokko. Und wir sehen hier auch ein menschliches Wesen mit angedeuteten Armen. Und das Besondere ist hier, dass das mit Ocker bestreut gewesen ist, also sicherlich irgendwie eine besondere symbolische Bedeutung hatte. Und ganz ähnlich ein rotes Tuffstück,
dessen natürliche Form einem weiblichen Torso geähnelt hat. Und auch da wissen wir, das kommt hier aus Beret Katram in Israel, und da wissen wir, dass der Mensch sich da auch drin wiederentdeckt hat. Dieses Stück ist 470.000 Jahre möglicherweise alt, aber auf jeden Fall über 233.000 Jahre. Wenn wir dann in die Zeit des Homo sapiens sapiens kommen oder auch des Cro-Magnon-Menschen, dann sehen wir etwas außerordentlich Interessantes. Man beobachtet nämlich sich selbst und stellt sich dar als Porträt. Ich habe noch zu meiner Studienzeit lernen dürfen, dass das Ich-Bewusstsein erst mit der Neuzeit aufgekommen ist. Also Neuzeit heißt hier beispielsweise im Bereich Augustinus. Aber wenn wir das anschauen, wissen wir, dass die Porträts der Menschen schon in diesem Falle 30.000 Jahre zurückgehen. Dieses kleine Figürchen übrigens kann ich Ihnen mal ganz kurz zeigen. Das ist hier eine Replik und diese Replik zeigt uns, wie klein diese Abbildung hier ist, diese Plastik ist. Und das Spannende ist, man hat das zugehörige Skelett gefunden und man kann identifizieren, weil hier bei dieser kleinen Figur, auch wenn man es hier nicht genauso erkennt, eine Geschwulst angedeutet ist. Und die findet man auch bei dem Schädel des Skeletts. Das heißt, hier wurde eine hochrangige Dame begraben und auch dargestellt. Das ist mindestens 29.000 Jahre zurückdatiert. Was wir noch sehen können, ist ein kleines Figürchen, das habe ich selber mal sehr schön fotografieren können, im Museum von Saint-Germain-en-Laye in der Nähe von Paris. Und diese kleine Dame, die hat ein Haarnetz. Das Haar ist also mit Hilfe eines Netzes zusammengebunden. Aber man hat auch anscheinend Karikaturen und Sketche dargestellt. Da gibt es eine ganze Reihe von verrückten Darstellungen, die könnte man auch von heute kennen. Und wir sehen da einen gravierten Kopf auf der rechten Seite aus der Grotte de la Marche. Da gibt es sehr viele interessante Sketche, Karikaturen. Und hier wurde also ein Mensch dargestellt, der entweder ein bisschen zu einer anderen Spezies gehörte oder aber man hat einfach mal die vordere Gesichtspartie ein bisschen betonen wollen. Nun, ganz interessant ist, wenn wir zur Technik kommen, dass die Menschen immer schon gut unterwegs waren, zu Fuß, natürlich als Jäger-Sammler. Sie waren aber auch, das ist das Erstaunliche, per Schiff und Booten unterwegs oder Flößen unterwegs. Und diese Ausbreitung des Menschen ging zum einen eben über Wanderungen. Das können wir hier sehr gut sehen auf dieser Grafik, wie der Mensch sich ausgebreitet hat. Der Mensch eben aus der Zeit, in der er in Afrika groß geworden ist, hat er sich ausgebreitet über den gesamten eurasiatischen Raum. Und etwas später dann auch tatsächlich mit Booten in andere Kontinente hinein. Beispielsweise wissen wir, dass die Vorfahren der australischen Aborigines vor 60.000 Jahren aus dem Bereich Asiens nach Australien gekommen sind und sie mussten dabei Meerengen überwinden. Das heißt, sie hatten klar hochseetaugliche Boote zur Verfügung. Nun, ganz besonders spannend ist der Austausch zwischen Eurasien und dem amerikanischen Kontinent, also hier Nordamerika. Das geht über die sogenannte Beringstraße, die zu Eiszeiten trocken gelegen war. Das ist also ein eigenes, größerer Landesteil gewesen, Beringia. Und man hat sich dann von Eurasien kommend nach Nordamerika ausgebreitet. Es wird sehr diskutiert, wie das vonstatten gegangen ist. Zum einen kann es durch Korridore, durch einen Eiszeitkorridor zwischen hohen Gletschern gelaufen sein nach Amerika hinein und dann nach Südamerika weiter. Es wird aber auch durchaus in Betracht gezogen, dass man mit Booten entlang der Küste sich bewegt hat. Und dafür spricht deswegen doch einiges, weil in Südamerika sehr alte Fundstätten gefunden worden sind, die mindestens 14.000, 15.000, vielleicht sogar 30.000 oder gar 70.000 Jahre alt sind. Und da hätte man den Eiskorridor so nicht passieren können. Also beide Modelle werden diskutiert. Und schließlich gibt es auch noch Hinweise darauf, dass auch die Menschen wieder aus Nordamerika nach Eurasien zurückgewandert sind. Also man war gut bei Fuß oder auch zu Schiff.
Wir sehen das hier, wie die Ausbreitung verfolgt werden kann. Man kann das heute genetisch ein bisschen rekonstruieren. Allerdings ist das auch nicht ganz schlüssig, weil es die Frage aufkommen lässt, ob man da tatsächlich ganz, ganz weit zurückkommen lässt. Aber wir sehen hier das, was ich gerade erwähnt habe, nämlich die verschiedenen Migrationswellen ausgehend von Afrika in die verschiedenen Kontinente hinein. Hier ist eine Projektion über den Nordpol, damit man einmal das gesamte kontinentale Geschehen vor Augen hat. Wie haben die Menschen das nun gemacht? Tatsächlich ist es möglich, mit Fellbooten, wie sie auch die Inuit heute noch verwenden, wir sehen hier ein solches Fellboot, innerhalb von 10 Tagen von Europa an der Eisgrenze entlang, wenn wir auf die Eiszeit Bezug nehmen, vor 15.000 Jahren nach Nordamerika zu kommen. Und die Inuit haben uns selber erklärt, man hat sie befragt, wie sie das machen würden. Sie würden also mit einem solchen Boot sich bewegen, würden sich am Rand des Eises entlang dann auch natürlich vom Robbenfang beispielsweise ernähren. Und diese Boote haben eine tolle Besonderheit, man kann sie nämlich umdrehen und gleichzeitig als Behausung benutzen, was wir hier rechts sehen können. Also universal, und für die wäre es gar kein Problem. 10, 11, 12 Tage die Fahrt von Europa nach Nordamerika oder auch umgekehrt. Und so kann man sich sehr gut vorstellen, dass man sehr gut eben unterwegs war. Um zu zeigen, dass das nicht irgendwie eine Spekulation ist, einmal hier links zu sehen, einige ältere Ritzungen von Felsritzungen von Fellbooten hier aus Skandinavien. Und wenn man dazu rechts Abbildungen in Höhlen sieht, hier ist das aus der Höhle von La Pasieja, das ist Monte Castillo in Spanien, dann sehen wir eigentlich Erstaunliches. Nämlich diese Zeichen, die man bislang immer als tektiform angesehen hat, heißt einfach hausförmig, die könnten sehr wohl Boote darstellen. Genau solche Fellboote, die wir vorhin bei den Eskimos oder Inuit gesehen haben. Nun, die Jägersammler des Paläolithikums waren schon sehr früh unterwegs. Ganz erstaunlich ist, dass man Belege dafür hat, oder man kann auch sagen, sehr, sehr gut vermuten kann, dass der Homo erectus, also ein früher Mensch noch vor dem Neandertaler, zwischen 810 und 730.000 Jahre vor heute mit Booten, entweder zufällig oder vielleicht sogar beabsichtigt, und dann bräuchte er wahrscheinlich auch gewisse Navigationshilfen, eine 90 Kilometer breite Wasserstraße zwischen den Inseln Bali und Lombok im Gebiet von Wallacea. Das ist eine Vorstufe, ein Landesteil, der trocken gelegen ist im Bereich von Australien, dass dieser Mensch das überwunden hat. Und man kann das deswegen nachweisen, weil man hier entsprechende Relikte hat auf den Inseln und dort dann auch sehen kann, die Datierung erfolgt hier geologisch. Also da hat man ganz gute Belege dazu. Man hat das sogar wie Thohayadal, es war nicht Thohayadal, es war unter anderem der Forscher Bednarik, Robert Bednarik, hat man das nachgestellt und ist hier mit einem Floß entsprechend gefahren und das hat alles vernünftig geklappt. Nun, 130.000 Jahre vor heute ist klar belegt, dass Seefahrer, auch entweder der Homo erectus oder noch ein Vorfahr vor dem Neandertaler, der Homo heidelbergensis, dass diese Seefahrer Kreta erreicht haben, von Afrika aus mittels Flößen oder Booten. Und es ist so, dass diese Fahrten klar geplant waren, man ist nämlich immer wieder dorthin gereist. Und so geht es weiter. Natürlich berühmt ist 60.000 bis 50.000 Jahre vor heute die Besiedelung Australiens. Da kamen die Seefahrer aus Richtung Sunda kommend und haben 80 bis 90 Kilometer offene See überwunden. Also unglaublich, was da für Leistungen waren. Und so, wenn man das verfolgt, sieht man, dass das natürlich immer fitter wird und es werden immer längere Seereisen unternommen. Beispielsweise um 34.000 vor heute hat man durch sehr trainierte Seefahrer Buka Island, das ist in Papua-Neuguinea, besiedelt und hat dabei 140 Kilometer offene See überquert. Ja, und wenn wir noch ein bisschen weiter in unsere Zeit hineinkommen, dann sehen wir, dass um 25.000 vor heute Seefahrer sogar 200 bis 230 Kilometer über die offene See zur Insel Manus gefahren sind. Das ist bei den Admiralsinseln im Bismarck-Archipel. Und sie mussten nachweislich 60 bis 90 Kilometer ohne jede Landmarke navigieren. Hut ab vor diesen Leistungen. Und schließlich, zuletzt, kann man auch sehen, das ist ja schon fast Neuzeit, 11.000 bis 10.000 vor heute,
dass hervorragend ausgebildete Seefahrer, die Fischfang betrieben haben, es waren Jägersammler nicht nur am Land, es waren Fischer, die sind mit den Booten wiederholt zwischen Ägäischen Inseln und Zypern gereist. Ja, und außerdem ist um diese Zeit herum nachweisbar, dass Hochseeschifffahrt betrieben worden ist, und zwar vor der Küste von Südamerika. Da hat man nämlich herausgefunden, dass dort Reste von Fischen, die in der Tiefsee sind, die hat man da eben als Nahrungsmittel, die Räten sozusagen, in den Müllhaufen wiederentdeckt. Nun, dazu braucht man auch eine ausgefeilte Ortskunde, und tatsächlich gibt es einige Hinweise auf so etwas wie Skizzen von Lagern, von Orten, und sicherlich hat es auch so etwas wie einfache Landkarten, sage ich einmal, Orientierungshilfen gegeben. Wir kennen das von den Inuit, da gibt es Landkarten, die als Knochen aufgebaut worden sind. Da konnte man also die Rillen entlangfahren und wusste genau, wo man hin muss. Man kann das auch auf Leder machen. Also es gibt alles Mögliche, was halt nicht mehr halten ist. Aber wir haben hier beispielsweise die sogenannte Pavlo-Landschaft auf einem Stoßzahn. Das ist zwischen 33.500 und 27.500 Jahre vor heute. Und da kann man Gravierungen sehen, die umgeklappt, wie wir das wie machen würden heute, auch die Berge darstellt und den Ort des Lagers von Pavlov. Man kann das heute rekonstruieren, das stimmt gar nicht so schlecht überein. Und links ist die Darstellung eines Lagers zu sehen aus Meseritsch, das ist etwa 17.000 Jahre alt. Und da sieht man vier solche Bauten stilisiert, in der Mitte jeweils eine Feuerstelle. Und diese Bauten konnte man rekonstruieren, hat sie auch gefunden. Und die Zickzacklinie, die man da erkennen kann, ist ein Paläofluss. Auch den hat man rekonstruieren können. Nun, wenn wir weit zurückgehen, nämlich in die Zeit vor 2,5 bis 1,5 Millionen Jahre vor heute, ins sogenannte Oldowan, da findet man sehr viele Steinwerkzeuge, die schon sehr große technische Fähigkeiten zeigen, im Abschliff, im Zuschlagen. Das will ich heute alles gar nicht genauer machen, sondern nur andeuten, dass so weit zurück technische Fähigkeiten gehen, die schon ein gewisses Verständnis für Ästhetik, für Geometrie zeigen, alles die Vorstufen für das, was wir dann später sehen werden. Nun, wir sind jetzt durchaus weit in die Zeit nach vorne gekommen. Wir sind in einer Zeit von vor 400, 300.000 Jahren vor heute. Und wir haben hier Fundstellen eines Menschentypus, der ein wenig vor dem Neandertaler ist, der sogenannte Homo heidelbergensis. Wir können auch sagen, der frühe Neandertaler. Und wir sehen das Ausbreitungsgebiet dieses frühen Neandertalers im Bereich Europas. Übrigens sind auch natürlich die Eiszeitränder angedeutet. Und der Homo neanderthalensis sapiens, das ist dann der etwas spätere Neandertaler, der hat sich wesentlich weiter ausgebreitet. Wir sehen das hier. Es sind viele Fundstellen bekannt, bis nach Innerasien mittlerweile hinein. Und es ist auch zu erwarten, dass da noch mehr Fundstellen gefunden werden, also sogenannte klassische Neandertaler. Nun, das Erste, was man da benötigt hat, das war Feuer. Und das hat man gemacht mit der Zähmung von Wildfeuern, Blitzschläge beispielsweise spielen hier eine große Rolle. Man könnte auch sagen, der Mensch ist das einzige Tier, was keine Angst vor Feuer hat, ein Kriterium eigentlich für unser Menschsein. Es war auch interessant zu sehen, dass mindestens der Homo habilis, auch ein sehr früher Menschentyp, sehr stark sich von Fleischnahrung ernährt hat und entsprechend dieses Fleisch zubereitet hat. Man kann das an Veränderungen am Gebiss und am Schädel, das heißt vom Gehirn, belegen. Die Erhitzung, also Kochen oder Braten, über dem offenen Feuer oder Kochen in heißen Quellen, war hier ganz wichtig, weil einfach die Nahrung besser verdaut werden kann. Man kann auch Nahrung durch längeres Räuchern haltbarer machen. Und natürlich wird durch die Erhitzung, das kennen wir alle heute, werden die Parasiten, werden Bakterien und Viren entsprechend abgetötet. Die Belastung mit der Nahrung, mit diesen Erregern wird vermindert. Und schließlich hat Feuer natürlich auch Sicherheit geboten vor Raubtieren, Schutz vor Insekten. Und man hat es für die Technik eingesetzt zum Härten von Holz und auch von Stein, das Tempern von Feuerstein beispielsweise. Nun, ob die ganz frühen Menschen Feuer machen konnten, das ist noch etwas umstritten. Also Menschen vor sogar 4 Millionen bis 1,5 Millionen Jahre, die Australopithecinen oder der Homo habilis vor 2,5 bis 2 Millionen Jahren. Der bislang sicherste Beweis, man kann das tatsächlich belegen, ist aus der sogenannten Wonderwork Cave, das ist in Südafrika.
Und das wird datiert in das frühe Aochelon. Und das ist 1 Million Jahre vor heute. Man hat dort verbrannte Knochensplitter gefunden und Pflanzenreste. Nachgewiesen ist auch eine Feuerstelle an einer Siedlung in Israel, die etwa 790.000 Jahre alt ist. Auch dort gebrannte Steinartefakte, verbrannte Reste essbarer Pflanzen, und zwar von der Gerste, wie man nachweisen kann, von wilden Olivenbäumen hat man Holz gefunden und von wilden Weinreben. Und schließlich ist die Besiedlung Ostasiens durch den Homo erectus und des nordalpinen Europa durch den Homo heidelbergensis nur denkbar vor 600.000 Jahren durch den Einsatz von Feuer. Ganz interessant ist bei einem Hüttenbau, ja tatsächlich, Homo erectus, der späte Homo erectus, hat Hütten gebaut, 300.000 Jahre vor heute. Man kann sie in Nizza, in der Stadt Nizza ist die Fundstelle und ein Museum darüber gebaut. Der hat vor 400.000 Jahren hier eine, oder 380.000 Jahren, das Feuer genutzt in der Hütte. Man sieht hier Qualm in der Rekonstruktion und hat eben hier dann das Feuer für die entsprechenden Verfahren genutzt. Und so kann man eine ganze Reihe dieser Feuerstellen wiederfinden. 53.000 Jahre in der Tabun-Höhle in Israel und vielleicht auch eine bewusste Feuerhärtung beim angekohlten Fichtenholzstab, den man süffisanterweise Bratspieß genannt hat, bei der Fundstelle von Schöningen, 300.000 Jahre vor heute. Klar ist die Feuerverwendung, und zwar eine sehr differenzierte Feuerverwendung beim Neandertaler der Würmeiszeit zu finden und selbstverständlich beim Homo sapiens sapiens, also unserem unmittelbaren Vorfahren. Da ist die Feuerhärtung schon seit 72.000 Jahren belegt. Man hat Steingeräte aus Hornstein, wie Feuerstein, gefunden. Und es gibt auch Hinweise sogar auf 164.000 Jahre alte Objekte, die diese Feuerhärtung aufweisen. Und schließlich gibt es eine Art urgeschichtliches Feuerzeug. Dazu braucht man Pyrit unter anderem. Man braucht also Schwefelkies. Den Schlagstein benötigt man dann dazu und einen Stück Zunderschwamm oder einen Baumschwamm. Und wir haben bei uns in Deutschland in der Vogelherdhöhle, das ist der Stufe des Ordnanzien zugeordnet, also 32.000 Jahre vor heute, dort haben wir das älteste Feuerzeug bislang gefunden. Das heißt, da hat man bewusst Feuer machen können. Und noch etwas Interessantes im Abric Romani, das ist auch eine sehr alte Fundstelle in Spanien. Dort hat man über 300 solche Feuerstellen gefunden, richtiggehend kleine Schlote. Der Neandertaler hat zu dieser Zeit also schon ganz gut mit dem Feuer umgehen können. Nun brauchte man natürlich auch Behausungen. Das heißt, Konstruktionen von Zelten und Hütten sind nachweisbar hier in Deutschland. Gar nicht so weit weg. In Bilzingsleben, 400.000 Jahre zurück, gibt es einen Siedlungsplatz. Das heißt, wir haben so kleine Hütten, wie man das links sehen kann in der Rekonstruktion. Und der Schutzbau, den man da sehen kann, der zeigt einen ganz bewusst vom Homo erectus angelegten Platz, gepflastert, 9 Meter Durchmesser. Dort waren wohl einmal Stoßzähne von Waldelefanten aufgestellt. Vielleicht war es ein Kultplatz. 300.000 Jahre zurück. Konstruktion von Zelten ist nachweisbar wiederum in Acheulen, das heißt also im Bereich der Neandertaler. Hier sieht man so einen Hüttenzeltbau im Abric von Lazare. Das ist 130.000 bis 170.000 Jahre, könnte es sogar alt sein. Und natürlich haben wir auch Malereien davon in etwas späterer Zeit, in der Höhle von Lamut. Das ist 17.000 bis 12.000 Jahre zurück. Das ist die Zeit wiederum des Homo sapiens sapiens. Was ganz spannend ist, dass es tatsächlich sogar eine Kombination aus Zelten und Blockhäusern gab oder als Rahmen von einem Blockhaus. Und das stammt aus Südamerika, aus Monte Verde in Chile, 14.800 Jahre alt. Das sind relativ große Bauten, 10 Hütten, die in parallelen Reihen gestanden haben. Die bestanden jeweils aus einem Holzgerüst, das war getrennt, das waren einzelne Räume dabei. Es gab sogar wohl einen Bau, der eher kultischen Zwecken gedient hat, mit Tierhäuten bedeckt und Lehmgruben zum Kochen und zum Heizen. Sehr, sehr fortschrittlich, 14.000, 15.000 Jahre zurück. Und hier sind ein paar der Rekonstruktionen, die ich mal selber aufgenommen habe, die man nachgebaut hat, im Prähistorischen Museum von Tarascon-sur-Ariège in Frankreich. Und man sieht, das sind sehr ausgefeilte Bauten zum Teil. Es sind quadratisch angelegte Zelten, wie rechts sie übrigens auch dem Sonnenlauf ausgerichtet sind. Ein bisschen was zur Himmelskunde. Man hat natürlich genau geguckt, wo die Sonne steht und hat diese Zelte auch entsprechend orientiert.
Und dann gibt es etwas Besonderes. Es gibt nämlich im Bereich von Russland, schon aus der Neandertal stammend, aber auch später, Kuppelbauten aus Mammutstoßzähnen. Besonders eindrucksvoll sind die Bauten, und zwar vier Stück, eben die von dieser Skizze von vorhin aus Meziritsch, 18.800 bis etwa 13.000 Jahre vor heute. Diese Kuppelbauten waren aus Mammutknochen, aus den Backenzähnen, aus den Stoßzähnen aufgebaut, aus verschiedenen Molaren, das heißt aus Kieferzähnen. Und wenn man sich mal überlegt, was man da gemacht hat, man hat hier Hütten aufgebaut, die aus 20 Tonnen Knochenmaterial bestanden haben. Ein einziger Schädel, den man verbaut hat, Mammutschädel, hat 100 Kilogramm gehabt. Ein Stoßzahn bis zu 200 Kilogramm. Und was hat man verbaut? Für jede Hütte 150 bis 650 Knochen, 97 Schädel, 109 Unterkiefer und 92 Stoßzähne. Dafür hat man 15 Tage gebraucht. Und ganz interessant, man muss dafür einen Plan haben, man muss es konstruieren und man kann hier nachweisen, dass es wohl einen Senklot gegeben hat, mit dem man es konstruiert hat. Hier hat man in einer der Hütten einen kleinen Rest einer kleinen Schnur gefunden, einer Rebschnur gefunden und den Rest, den ich als ein Lotteil interpretiere. Wir werden das später noch ganz kurz sehen. Der Mammutschädel übrigens wurde zu Musikzwecken verwendet, den man hier sieht. Den konnte man anschlagen, hat dann einen schönen sonoren Ton gehabt. Und noch etwas ist interessant, das ist ein Hinweis auf Zählen. Die Archäologen haben nämlich, als sie den Fund gehabt haben, war das ja alles zerlegt. Sie haben jeden einzelnen Knochen mit einer Nummer benannt, beziffert und dann Kategorien gebildet. Und wie haben die das früher gemacht? Natürlich ähnlich, um überhaupt so einen Kuppelbau zusammenbauen zu können. Nun die Heilkunde. Schauen wir uns das mal an. Auch da gibt es hochinteressante Hinweise. Wir haben Selbstmedikation und die Fähigkeit, Wunden und häufige Beschwerden zu behandeln. Die waren ja für das Überleben unerlässlich. Wir kennen das schon von Schimpansen beispielsweise, die entsprechend genau wissen, instinktiv wissen, was sie einnehmen müssen, damit sie, sagen wir mal, den Darm wieder sanieren können. Genau das müssen wir für die Urmenschen, wenn ich so mal so bezeichne, auch ansehen. Aber es wird viel spannender. Wir haben nämlich den Nachweis vor etwa 45.000 Jahren an einem Skelettfund in der Höhle von Shanidar, das ist hier in Israel, haben wir eine Amputation oder zumindestens eine Versorgung eines abgefallenen Oberarmes. Das heißt also, wir haben hier eines Unterarms. Wir haben hier einen Hinweis darauf, dass man den Menschen hier versorgt hat. Der hat es überlebt. Und wahrscheinlich wird auch diskutiert, dass da hier bewusst abgeschnitten worden ist. In diesen Grablagen hat man übrigens alle möglichen Relikte von Heilkräutern gefunden. Wir dürfen davon ausgehen, dass der sehr gut versorgt worden ist. Auch ein Hinweis darauf, dass die Neandertaler ein hohes soziales Verhalten hatten. Nun, die Menschen damals hatten auch Karies. Man kann das bei den Neandertalern nachweisen, so wie wir. Unangenehme Angelegenheit. Und die haben sich natürlich auch überlegt, was sie machen können. Und so gibt es aus der Cueva de El Cidrón in Asturien in Spanien einen Fund. 48.000 Jahre ist das zurück. Da hat der Neandertaler oder die Neandertaler haben hier Zahnabszesse mit einem Pappelbaumbestandteil kuriert. Und da drin wissen wir, es ist Salicylsäure. Das heißt, es ist schmerzlindernd, der gleiche Wirkstoff wie ein Aspirin. Und außerdem hat man, auch das konnte man nachweisen, hier mit einer Art natürlichen Penicillin die Darmbeschwerden behandelt. Nun die Heilkunde. Er zeigt auch noch, dass man vielleicht Akupunktur eingesetzt hat. Das ist der berühmte Höhlenmensch hier in Deutschland, ausgestellt in Ulm im Museum dort. Und dort sind Zeichen an den Oberarmen zu sehen. Das ist ganz ähnlich wie beim Ötzi, allerdings viel, viel später. Und diese Zeichen, die könnte man im Sinne einer Art Akupunktur deuten. Und hier haben wir noch einmal einen Hinweis, dass man sogar Plombierungen vorgenommen hat, allerdings etwas späterer Zeit. Und zwar am Ende der Eiszeit. Man hat also hier eine Kariesintervention vorgenommen. Uns wird es heute vielleicht nicht unbedingt mehr so gefallen. Die Löcher wurden aufgebohrt, tatsächlich, ganz mit einem dünnen Bohrer. Da hatte man gute Erfahrungen dazu. Und man hat dann den Effekt mit einem Konglomerat aus Bitumen, Pflanzenfasern und wahrscheinlich auch aus Haaren dann entsprechend ja, zugestopft. Diese Dinge sind alle vor dem Tod gemacht worden. Also das heißt, sie wurden am lebenden Menschen durchgeführt. Umgekehrt gab es Trepanationen, Schädelöffnungen. Also man hat Löcher in den Schädel gebohrt, wie auch in späterer Zeit, aus verschiedensten Gründen.
Und da wissen wir auf jeden Fall, dass man das bei den Verstorbenen gemacht hat, um Teile des Schädels zu erhalten, und zwar als Amulett. Vielleicht aber auch bei Lebenden, wie man das ja noch auch von rezenten Völkern kennt, die dann versucht haben, Kopfschmerzen oder andere Dinge im Gehirn zu heilen, indem sie da eine Öffnung durchgeführt haben. Wir kommen zum anderen spannenden Kapitel, das sind Einbauten in Höhlen. Und da geht es auch sehr weit zurück. Man weiß seit einiger Zeit, dass sogar Neandertaler gewaltige Konstruktionen in Höhlen vorgenommen haben. Und zwar aus der Höhle von Bruniquel, das ist in Frankreich, hat man ein 176.000 Jahre altes Stalagmitenkonstruktion festgestellt. Man hat also 400 Stücke von Stalagmiten zusammengetragen in dem Gewicht von 2,2 Tonnen und hat dort entsprechende Strukturen, Ovale aufgebaut. Man hat auch Feuerstellen dort gefunden und ganz spannend eine Knochenfackel. Das heißt, man hat dort einen Knochen verwendet und das Fett in diesem Knochen verwendet, um eine Beleuchtung durchzuführen. Man konnte das rekonstruieren, dass die Beleuchtung durchaus sehr raucharm ist, was ja in der Höhle ganz sinnvoll ist. Also, sie haben sehr nachgedacht darüber, was sie da nutzen, um Beleuchtung durchzuführen. Wir wissen aber heute nicht, warum sie das überhaupt gemacht haben. Dagegen wissen wir in viel späterer Zeit, nämlich zur Zeit der Höhlenmalereien, dass man in die Höhlen Gerüste eingebaut hat. In der Höhle von Lascaux beispielsweise hat man das durchgeführt im sogenannten axialen Divertikel. Man hat dann links und rechts dort entsprechende Aushöhlungen gemacht und Balkenbohlen da eingebaut und hat dann darauf gemalt und graviert. Und hat das sozusagen um auch sein Essen eingenommen. Das waren so recht stabile Dinge. Das ist nicht nur in Lascaux gewesen, auch in anderen Höhlen kann man da Hinweise darauf finden oder auch Kletterhilfen, Steighilfen, um irgendwelche Abhänge oder andere Problembereiche der Höhle zu überwinden. Wenn man das macht, muss man natürlich messen können, zumindest mit einer Schnur, die man gehabt hat zur Zeit von Lascaux, etwa 17.000, 18.000 Jahre zurück. Und dann kann man natürlich ausmessen, wie lang der Balken sein muss. Macht ja keinen Sinn, wenn man mit 2 Meter Balken reinläuft und feststellt, das Ding ist zu lang und läuft wieder raus und kürzt, es ist zu kurz. Also man muss messen können. Das ist schon ein Hinweis darauf, was die damals alles gemacht haben. Da rechts sieht man so ein Gerüstbau in der Höhle von Lascaux. Die Beleuchtung war auch eine wichtige Geschichte. Dazu hatte man in der Zeit der Cro-Magnon-Menschen extreme gute Fettlampen. Allerdings muss man wissen, dass man für größere Höhlenbilder, die 18 Meter Umfang gehabt haben, viele, viele, viele Lampen gebraucht hat, um das zu erhellen. Interessanterweise hat man praktisch keine Spuren von Fackeln gefunden, Rauchspuren in den Höhlen. Es muss also mit dieser Beleuchtungstechnik sehr, sehr gut gelaufen sein. Und man hat also diese Lampen natürlich auch versorgen müssen. Wenn man tief in der Höhle war, durfte das nicht so ohne weiteres ausgehen. Aber wenn es ausgegangen ist, musste man sein Feuerzeug dabei haben, um das wieder in Gang zu bringen. Denn in einer 10 Kilometer tiefen Höhle macht es keinen Spaß, total im Dunkeln zu sein. Ich weiß das, weil ich da schon mal in einer solchen war und das Licht aus war. Das ist ein nettes Erlebnis dann. Nun, die Werkzeuge, da will ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, sehr, sehr spitzfindig ersonnene Werkzeuge, von Faustkeilen angefangen, vor allen Dingen natürlich in der Altsteinzeit. Wir haben aber dann auch bereits im Jungpaläolithikum, also das ist der modernere Mensch, 40, 50.000 Jahre zurück, sogar noch ein bisschen mehr, bis zu 150.000 Jahre in Südafrika. Dort gibt es Harpunen, da gibt es Speerschleudern, da gibt es natürlich auch kleinere Geschichten, nämlich Nadeln, um Kleidung zu nähen. Wir sehen das noch mit der Kleidung. Aber es gibt auch andere spannende Sachen. Zum Beispiel hat man Seile und Netze gefunden, die 22.000, vielleicht sogar 29.000 Jahre alt sind. Die Reste davon. Man hat in Okinawa in Japan Fischhaken gefunden, aus Schalen von Meeresschnecken gefertigt. Die sind 23.000 Jahre alt. Und da rechts sehen wir noch was Interessantes, nämlich die Verwendung von Birkenpech. Mit der hat man zum Beispiel Pfeilspitzen ankleben können. Klebetechniken waren sehr gut und wichtig in der Zeit, auch schon der Neandertaler. Und dieses Birkenpech muss man mit spezifischen Methoden herstellen, bei einer Temperatur von 43 bis 400 Grad unter Luftabschluss eigentlich. Man weiß heute, wie das funktioniert, aber man muss schon nachdenken darüber, wie das auch abläuft. Und wir wissen, der Neandertaler hat das gekonnt und der Homo sapiens hat das auch gekonnt. Bei der Gelegenheit sei noch erwähnt, dass sogar der Neandertaler Bitumen auch schon verwendet hat und gekannt hat. Nun kommen wir zu den Waffen. Auch da kann ich nur einen kleinen Blick eingeben. Besonders interessant natürlich Kugeln, die
Das sieht man auch, dass man geometrische Ideen hatte, nämlich eine Kugel perfekt herzustellen. Und das sind diese Bolas hier, das sind also Wurfgeschosse. Die gehen auf jeden Fall zurück, hier an diesem Exemplar hier, auf 400.000 Jahre etwa. Wir haben aber auch solche Bolas, die in Israel 1,5 bis 1,4 Millionen Jahre alt sind. Und in Olduvai Gorge, das Olduvai, da sind die 1,75 Millionen Jahre alt in Südafrika. Aber interessant sind die Entwicklungen von langen Speeren. Und da haben wir in Deutschland einen besonderen Fall, die Speere von Schöningen. Da hat man festgestellt, dass die vor 380.000 bis 400.000 Jahren entwickelt worden sind, sind unglaublich gut flugtauglich. Und das bedeutet, dass man schon viel früher auch solche Speere sicherlich technisch versucht hat zu perfektionieren und wir halt hier Funde haben, die so einen Ausschnitt darstellen der damaligen Zeit. Es gibt noch mehr solche Exemplare, aber etwas jüngeren Datums. Pfeil und Bogen sind 25.000 oder auch 30.000 Jahre vor heute erfunden worden und sogar der Bumerang ist bekannt aus einer Höhle in Polen, 23.000 Jahre alt, ein ziemlich schweres Stück aus Mammutstoßzahn gefertigt, 800 Gramm schwer, hat aber dennoch gute Flugeigenschaften. Zur Kleidung, das wird Sie wundern. Die Kleidung ist tatsächlich hochperfektioniert geworden. Auch der Neandertaler hat vermutlich nicht einfach nur grobe Felle gehabt, sondern sicherlich hat er sich mit Fellen gegenüber der Witterung geschützt. Aber er hat durchaus Kleidung gehabt, vielleicht auch Hosen, Felle, Fellanzüge, so etwas. Aber ganz interessant beim Homo sapiens sapiens, wir wissen das aus Grablegen, wie hier der Mann in Sungir, etwa 30.000 Jahre zurück. Und da sieht man noch beim Skelett, dass lauter Muschelbesatz da ist. Und aus dem Muschelbesatz kann man einen kompletten Hosenanzug rekonstruieren mit Käppchen, mit einer Kappe, mit hochelegant die ganze Geschichte. Es gibt auch ein Doppelgrab aus Sungir von einem jungen Mann und einer jungen Frau. Da sind so viele Perlen verarbeitet worden, dass das sicherlich ein ganz großer Aufwand gewesen ist und auf ein sehr großes soziales Gefüge hinweist. Aber jetzt wird es noch verrückter. Es gibt nämlich klare Hinweise darauf, in Dolny Vestunice, einer Siedlung in Mähren, dass man tatsächlich auch Gewebe hatte, das heißt sowas wie Textilien hergestellt hat. Man hat ja Abdrücke in Keramik, auch die Keramik wurde in Dolny Vestunice nicht vielleicht erfunden, aber zumindest produziert in einem Ofen mit bis zu 1200 Grad. Und man hat die Abdrücke von Geweben, von Körben, von Fasern und so weiter gefunden. Und daraus schließt man, dass man mit Handwebgeräten zumindest in dieser Zeit, das war später wieder verloren gegangen, auch Kleidung angefertigt hatte. Schmuck, noch etwas Interessantes. Auch Schmuck geht weit zurück. 300.000 Jahre vor heute ist zum Beispiel ein durchbohrter Wolfszahn in der Repulusthöhle in Österreich gefunden worden. Oder Straußeneischalen aus El Greifa in Libyen. 200.000 Jahre vor heute. Und so geht es dahin. Und natürlich hat man den Schmuck zu Ketten zusammengebunden. Der Neandertaler hat das schon gemacht. Seeadlerklauen hier beispielsweise, die 130.000 Jahre alt sind und in der Höhle von Krapina in Kroatien gefunden worden sind. Und da unten natürlich sehen Sie in diesem Bild die Halskette aus Muscheln. Und zwar auch sehr spannend hier in Dolny Vestunice ausgestellt im Museum. Und wir wissen, dass ein Teil dieser Muscheln kommt von der Küste, ist also weit entfernt, muss ein ganz kostbares Geschenk gewesen sein. Und schließlich gibt es durchbohrte Gehäuse von Meeresschnecken aus der Plombushöhle, die 75.000 Jahre alt sind. Die sind auch mit Ocker bestreut. Man hat dort auch übrigens Muschelschalen gefunden, wo Farbreste drin sind. Also hier etwas, was doch ganz deutlich zeigt, dass die Menschen ein Bewusstsein hatten für Ästhetik und für Farben. Aus der Plombus Cave, die ich gerade da angeführt habe, sehen wir einen Ockerkreidestift, der übrigens auch ein geometrisches Muster, eine Art Parkettierung zeigt, eines der frühesten Hinweise auf solche Protogeometrien, Bewusstsein für Ästhetik und für solche, ja schon, Ansätze zur Mathematik. Rechts sieht man ein Ockerstück aus der Grotte des Fées, das ist in Frankreich, 35.000 bis 34.000 Jahre vor heute. Und natürlich, wenn wir die Farben angucken, dann geht das weit zurück. Wir können hier nicht alles uns anschauen. Die ältesten Stücke von Ockergebrauch gehen auf 900.000 bis 800.000 Jahre zurück. Und es wird immer interessanter, immer spezifizierter. Besonders interessant ist eine Behausung in Böhmen.
die etwa 52.000 Jahre zurück zu verfolgen ist. Dort hat man einen Reibestein gefunden, auch in dem man Ocker verrieben hat. Und man hat dort, das war der Homo erectus, sogar die Kenntnis von Porzedalit, das heißt also von weißer Farbe, einem weißen Pigment, das hier ganz bewusst gesammelt worden ist. Und man hat Porzellanit auch gebrannt, um verschiedene Farbtöne zu erhalten. Das ist eine glänzende Stufe, eine Art Protochemie zur damaligen Zeit. Und wenn man sich anguckt, was alles mit Farben gemacht worden sind, dann stellt man fest, dass das also wirklich eine Tradition hat über Jahrhunderttausende hinweg. Nun, wozu hat man die Farben gebraucht? Man hat Farben gehabt ja schon zur Zeit des Homo erectus, des Homo sapiens neanderthalensis und natürlich auch des neuzeitlichen Menschen, des Homo sapiens sapiens. Wir wissen, dass man ganz genau das Material ausgewählt hat, nach der Intensität der Farbe, nach der Textur, also nach dem Erscheinen auch. Man hat besondere Orte ausgewählt, wo die Farben waren. Man hat gesorgt für einen bequemen Abtransport, zum Beispiel die Malereien in der Höhle von Lascaux, da weiß man, dass man Farben 25 bis 40 Kilometer entfernt besorgt hat, dann in der Vorhalle gelagert hat, dort 25 verschiedene Farbtöne entwickelt hat, unter anderem durch Erhitzen bis auf 1200 Grad Ockerfärbungen verändert hat, um dann überhaupt loslegen zu können mit dem Malen. Man hat das Farbpulver, die Farbe zu Farbpulver vermahlen, hat Farbstifte entwickelt, Bindemittel waren wichtig, aus Fett, Blut und anderem. Und wir sehen hier ein bisschen die Farbtöne, die man verwendet hat, Erdfarben im Wesentlichen. Pigmentlieferanten waren die Holzkohle, das Hämatit und dann auch Kaolin. Ja, und was hat man noch gemacht? Man hat das genutzt, um zum Beispiel Härtung von Werkzeugen durchzubringen. Wir machen das heute auch beim Schleifen mit Zeher beispielsweise, kann man das machen. Bestattungen, die Toten wurden mit Ocker bestreut, weil das an das Blut erinnern sollte. Hämatit und Hämoglobin, unser Blut, hängt zusammen, da ist Eisen drin. Und man hat also die Menschen wieder bestattet in die Mutter Erde und entsprechend mit Blut Ocker versorgt. Es gab dekorierte Ockerstücke, es gab Muschelschmuck mit Ocker. Und man hat auch Figuren Ocker gefunden. Die vermuteten Nutzungen sind Körperbemalung, die Haarfärbung, das gibt es heute noch, sogenannte Rothäute. Wissen wir alle, das war, um die Fliegen abzuhalten. Deswegen hat man sich rot eingefärbt. Für medizinische Zwecke, das hat antiseptische Wirkung zum Beispiel, für Gerbeverfahren, Leder, Konservierungsmittel für Nahrung und natürlich auch zur Abdichtung von Zelten beispielsweise und als Poliermittel. Und natürlich hat es auch eine große Reihe Bedeutung von Symbolik, nämlich Bestattungsrituale, Körperbemalung und Schmuck. Und übrigens wissen wir sogar, dass es etwa 12.000 vor heute ein Tätowierbesteck gegeben hat. Also auch das war damals schon interessant. Hier rechts sehen Sie übrigens ein Holzbrett, total plan poliert. Und dieses Holzbrett ist 780.000 Jahre alt. Das ist ein besonderer Fundumstand, dass man das kennt. Also man hat hier poliert, ein Holz poliert. Nun, wenn wir ein bisschen weiter in unsere Zeit gehen, ins Jungpaläolithikum, dann sind natürlich berühmt die ganzen Höhlenmalereien. Hier eine Abbildung in der Cueva de los Maños in Südamerika. Das sind Handabbildungen. Die hat man dadurch hergestellt, dass man die Hand aufgelegt hat, drüber gesprüht hat. Oder man hat auch Sprühmittel gehabt, also kleine Knochen gehabt, über die man das Farbpulver an die Wand sprühen konnte. Man hat mit Schablonen gearbeitet. Also alles nur Erdenkliche, was man damals verwendet hat. Ganz ähnlich wie in den vorliegenden Jahrtausenden, aber noch viel, viel differenzierter. Man hat verschmieren können, man hat Bindemittel gehabt, Wasser, Urin, Tierfett, Knochenmark hat man eingesetzt bei großen Flächen. Man hat die Schlagschnur verwendet, um beispielsweise hier so etwas wie gerade Linien zu erzeugen. Man hat Umrissschablonen mit Leder gemacht. Das sehen wir gleich nachher noch ein kleines Beispiel dafür. Und man hat Pflanzensäfte ebenfalls verwendet und war da also sehr, sehr fortschrittlich. Nun, ganz wesentlich ist die Einfärbung von Kleidung auch gewesen. Man sieht rechts nochmal einen solchen fortschrittlichen Hosenanzug der damaligen Menschen. Und besonders ist der Fund von Farben, die nicht Erdfarben sind, nämlich türkise Farbtöne, blau, grün, rosa. Und da hat man festgestellt, sehr komplizierte Forschungen, dass damit wahrscheinlich Textilien eingefärbt worden waren. Und die ältesten Funde gehen auf 36.000 bis 31.000 Jahre vor heute zurück.
Nun, wo kommt man ran an die Dinge? Ja, dazu gibt es Abbaumöglichkeiten. Tatsächlich haben die Menschen Stollen in die Felsen gebohrt. Nicht lange Stollen, aber trotzdem bemerkenswerte Dinge. Das älteste ist wahrscheinlich 110.000 Jahre alt. Der Betrieb war bis 43.200 Jahre vor heute in Südafrika. Man hat einen 10 Meter tiefen, 8,25 Meter breiten und 6,7 Meter hohen Tunnel in eine Klippenwand eingebohrt und hat dort dann 1.200 Tonnen Ocker in der gesamten Zeit abgebaut. Das war also ein Hochbetrieb. Und so ähnlich dann in späterer Zeit, 40.000 Jahre vor heute in Australien, Abbau von Hämatit, in Polen, 20.000 Jahre vor heute, einen untertägigen Ockerbau, also richtig unter Tage. Sogar auf der Insel Thasos in Griechenland, 20.000 Jahre vor heute. Und ja, sogar auch in Nordamerika gibt es entsprechende Funde, ein bisschen aus späterer Zeit. Nun, man war in der Lage, Lehm zu Keramik zu verarbeiten, auch aus Dolnivestunice, 29.000 Jahre vor heute. Und wir sehen hier ein paar der Exemplare. Keramikfigürchen, unglaublich schöne Sachen, auch menschliche Darstellungen und rechts so eine Idee, wie man das mit einem Ofen gemacht hat. 1200 Grad wurden erzeugt. Übrigens war da wohl auch ein Blasebalg eingesetzt worden. Kommen wir zur Musik im Paläolithikum. Da ist bekannt, dass die Neandertaler schon Schwirrhölzer und Verlangenpfeifen, also Signalpfeifen, eingesetzt haben. Gibt es in Ungarn die Fundstelle von Tata. Das heißt, wir sind hier auch wieder um die 100.000 Jahre zurück. Aber besonders spannend natürlich wieder in der Zeit des Homo sapiens sapiens. Da gibt es Hinweise auf Schwirrhölzer, Lithophone. Man hat Stalagmiten und Stalaktiten als Klangkörper benutzt. Ich habe das selber mal sehen können, wie das funktioniert. Es gibt auch Orgelpfeifen, sage ich mal, also Stalaktitenvorhänge, die man anschlagen kann. Es gibt Markierungen, wo man anschlagen muss, um bestimmte Töne zu erreichen. Es gab Trommeln, das ist der Mammutschädel, den ich Ihnen vorhin gezeigt habe auf dem rechten Bild. Und da unten sehen Sie noch ein Schwirrholz, das aus der Grotte La Roche de l'Alind in Frankreich stammt und ungefähr 19.000 bis 12.000 Jahre alt ist. Und besonders spannend sind Flöten. Tatsächlich die älteste Flöte. Natürlich wird es immer noch diskutiert, aber ich habe mit dem Forscher direkt gesprochen und man ist sich ziemlich klar, dass das ein Bruchstück einer Flöte ist mit mehreren Grifflöchern, mit fünf Grifflöchern und die stammt aus Slowenien und ist 43.000 Jahre alt. Eine Flöte, von der wir es genau wissen, die man auch spielen kann und in der Replik auch spielen kann, sodass heute schöne Töne damit erzeugt werden können, ist die Schwanenknochenflöte aus dem Geisenklösterle. Die ist 126 mm lang, 35.000 bis 40.000 Jahre vor heute. Und das ist nicht die einzige Flöte, die man dort gefunden hat. Man hat mehrere gefunden, unter anderem eine, die aus zwei Teilen eines Mammutstoßzahns luftdicht zusammengeklebt worden sind und die funktioniert genauso. Alle aus der gleichen Zeit, also ungefähr 40.000 Jahre vor heute. Auch hier sehen wir noch einmal andere Flötenstücke aus anderen Höhlen in Deutschland und auch eine Flöte aus einer Höhle rechts. Das ist die Grotte d'Historiz in Frankreich. Die Musik im Paläolithikum ist auch mit solchen Organons zu sehen. Man sieht das da rechts. Da haben wir in der Höhle von Nerja einen solchen Stalagmiten-Stalaktitenvorhang. Da sind auch Markierungen dran. Und je nachdem, wie man das anschlägt, ist dann eben entsprechend ein Ton zu erzeugen. Wir kommen so langsam zum Schluss. Und natürlich muss man zum Schluss immer das Spannendste aufheben, nämlich die symbolischen Ausdrucksweisen im jüngeren Paläolithikum. Das heißt Zeichen. Zeichen, Protomathematik, Protogeometrie, Himmelskunde und diese Dinge. Wir sehen hier die Funde, die man hat, und zwar von der beweglichen Kunst. Man nennt es mobile Kleinkunst. Also das ist zum Beispiel so etwas wie die Venus von Willendorf, die man hier so einigermaßen, hoffe ich, gut sehen kann. Oder natürlich auch sehr viel kleiner. Ich zeige das mal gleich, nur damit man die Abmessungen sieht. Das ist ein ganz, ganz kleines Blättchen hier. Das übrigens einen Kalender, einen Teil einer Zeitrechnung zeigt, aus Deutschland, aus der Höhle von Geisenklösterle, ein Bruchstück einer Höhle bei Blaubeuren. Und man hat natürlich die Wandkunst. Die Wandkunst, die Höhlenmalereien, die Hände, die abgebildet sind, die Tiere, die Zeichen, auch Menschen sind zum Teil dort abgebildet oder Mischwesen aus Mensch und Tier.
Nun, was hat man da für grundsätzliche Verschiedenheiten? Man hat diese feste Kunst und die bewegliche Kunst. Man hat die besonderen Strukturen der Höhlen. Die Höhlen sind Kilometer lang, 10 Kilometer beispielsweise oder 12. Rufignac, eine Höhle in Frankreich, hat 3 Ebenen, ist etwa 12 Kilometer in den Abmessungen. Und die Menschen damals haben in jeder der Ebene graviert und Malereien angebracht. Wir wissen, dass vor etwa 200 Jahren holländische Forscher dort hinein sind. Die sind nicht mehr rausgekommen. Die haben sich nicht drin zurechtgefunden. Aber die Urmenschen haben das. Und zwar wahrscheinlich, weil sie eine Art Orientierungssystem in den Höhlen gehabt haben, nämlich mit Seilen, mit Punkten. Das heißt, sie wussten genau, wie man reinkommt und auch, wie man rauskommt. Man hat die Höhle richtiggehend erforscht, bevor man dann Malereien angebracht hat. Heute fährt man übrigens mit einem kleinen Zückchen, Elektrozückchen, 800 Meter erst einmal los, bevor die ersten Malereien beginnen. Das heißt, man muss genau wissen, wie die Höhle aufgebaut ist, braucht Pläne der Höhle. Und da haben wir auch gewisse Hinweise darauf, dass auf Knochen solche Skizzen zu finden sind. Und es gibt natürlich auch Merkmale in der Landschaft. Das heißt, sie haben sich auch in der Landschaft orientiert. Wir wissen heute, dass schon Neandertaler und später auch die Cro-Magnon-Menschen so Treffen organisiert haben unter den Stämmen. Man hat sich also an irgendeinem Ort getroffen, einmal im Jahr, zweimal im Jahr zu Festivitäten. Und dazu brauchte man auch eine Zeitrechnung, dazu musste man irgendwie Mitteilungen losschicken, hat also Beweglichkeiten gehabt. Vielleicht auch da der Hintergrund, solche Sammler können vom Sommer zum Winterlager locker 250 Kilometer zurücklegen, die sind sehr gut zu Fuß. Wichtig ist auch die Konstruktion von Behausungen, die Struktur von Lagersiedlungen, die Werkzeuge und natürlich hat man neben den Tierabbildungen sehr viele abstrakte Zeichen. Diese abstrakten Zeichen, da gibt es gute Forschungen dazu, die sagen, das ist eine Art Schrift, eine zusätzlichen Code, der Informationen übermittelt. Die Wahrnehmung von Raum und Zeit ist aber durchaus eine andere gewesen. Wenn wir hier einmal Bilder von der Höhle von Chauvet sehen, und so ähnliches gibt es in anderen Höhlen und auch auf der beweglichen Kunst, dann sehen wir da links ein Wollnashorn, entweder eines, das sich bewegt, viele Hörner, oder eine ganze Herde von diesen Wollnashörnern. Und auch rechts unten sehen wir im Löwenfries ein ganzes Rudel von Löwen. Und tatsächlich kann man nachweisen, dass das etwas ist, was Sie alle kennen, nämlich wie man früher Filme gemacht hat. Man hat die verschiedenen Bilder zusammengenommen und wenn man das macht, die Rekonstruktion gibt es, dann bewegen sich die Tiere. Das heißt, wenn man in eine solche Höhle geht und man hat eine Lampe in der Hand, dann beleuchtet sich, das bewegt sich gewissermaßen. Und es kommt noch was dazu, wenn der Höhle ist und klatscht an bestimmten Stellen, dann gibt es ein Echo und das macht sogar den Klang einer sich bewegenden Bisonherde. Das heißt, die Höhlen haben alle möglichen haptisch fürs Anfassen, fürs Ohr und natürlich auch fürs Sehen Räume. Man hat gewissermaßen Animationen. Das ist etwas, was viel später die Kunst gemacht hat, indem sie Bewegungen aufgespalten hat in Einzelbilder. Und hier geht es sozusagen genau anders darum. Es kommt noch was dazu, wenn Sie in Höhlen gehen und Gravierungen haben und haben dann eben eine Öllampe und Sie haben eine Gravierung eines Pferdes und beleuchten die von oben, das Pferd. Wenn Sie aber von unten beleuchten, dann schwingt das Pferd und wird zu einem Wollhaarnashorn. Sie haben also unglaublich spitzfindig hier gearbeitet und Sie haben eine etwas andere Wahrnehmung von Raum und Zeit gehabt. Ist aber klar, Jäger-Sammler, auch in der Nacht ein besseres Gehör, da muss man natürlich ganz anders mit seinen Sinnen umgehen. Wir kommen zur Protogeometrie. Wenn wir uns angucken, was man damals schon gemacht hat, dann ist klar, dass die Fähigkeiten gehabt haben, die zum Beispiel darauf hinausgehen, auf Elemente von Kreisen, von Rechtecken, von Quadraten, rechter Winkel, plane Flächen. Wir sehen das in verschiedenen Jahrtausenden hier dargestellt. Das ist zwischen etwa 100.000 Jahren und eben 50.000 Jahren, das ist Neandertalerzeit und Homo sapiens Zeit. Und wir haben nochmal im Gedächtnis diese sehr alte Holzplanke, 87.000 Jahre in Israel, die total blank poliert war. Also man konnte nivellieren, man hat rechten Winkel gekannt, man hat dann natürlich auch sich überlegt, wie bestimmte geometrische Formen zu erfassen sind. Weit zurück geht auch die Protoarithmetik, also sowas wie Zählen. Und da haben wir einen besonderen Fund in Deutschland, in dem Lager von Bilzingsleben, das wir vorhin schon angesprochen haben. Das geht eben 370 bis 400.000 Jahre zurück. Und wir sehen da eben eine Rippe,
ein Elefantenschienbein, muss ich genauer sagen. Und das Elefantenschienbein, das hat verschiedene Gravierungen drauf. Und zwar ein Set von 7 und nochmal 7. Vielleicht auch 7 auf der anderen Stelle, die es aber nicht erhalten. Also auf jeden Fall hat man Gruppierungen von 7 gemacht. Es gibt Spekulationen darüber, das könnte sich um einen Teil eines Mondlaufs handeln, 21 Tage, 7, 7, 7. Aber wie gesagt, das ist nicht ganz festzustellen, weil eben ein Teil fehlt. Aber man hat auf jeden Fall gruppiert. Und ganz unten sieht man noch ein Beispiel aus dem gleichen Lager von Geometrie. Das ist nämlich ein Doppelrechteck. Alles aus dem, vom Vorgänger des Homo Neandertalers, Neandertalensis sapiens, des Homo erectus. Wenn wir dann aber in die Zeit des Cro-Magnon-Menschen kommen, dann sehen wir eigentlich alle geometrischen Gebilde, die wir uns vorstellen können. Wir haben Dreiecke, wir haben gleichseitige Dreiecke, gleichschenkliche Dreiecke, Quadrate, wir haben Rechtecke. Es sind noch ein paar Beispiele dafür aus dem gesamten Zeitraum von ungefähr 40.000 Jahre bis 10.000 Jahre und zwar über ganz Eurasien verteilt. Wir haben einen rechten Winkel in der Grotte Sombre, sieht man das da links. Wir haben also fast ein pythagoreisches Dreieck. Wir haben hier Kreuze, wir haben Konstruktionen von Fünfecken. Das sieht man in der Mitte, dieses farbige Bild eines Pentagons aus Fond de Gomme ist konstruiert worden. Genauso diese Polygone, nämlich ein Sechseck und ein Fünfeck, wurden konstruiert. Man hat kreisförmig ausschneiden können, die Idee des Kreises gehabt von Sektoren. Das sieht man in dem Elfenbeingebilde da ganz rechts. Und was ganz spannend ist, man hat Netzfiguren gemacht, Paketierungen würde man sagen in der Mathematik und es benutzt für Muster von einem Armband, rechts sieht man das. Dieses Muster übrigens kodiert noch einen Kalender nebenbei gesagt und in der Mitte aus zwei ganz verschiedenen Fundstätten über Jahrzehntausende getrennt haben wir Muster an einem Elfenbeinzylinder gemacht und diese Muster sind deswegen so spannend, weil ein Maß von 2 mm überall eingehalten worden ist. Wie kann man so exakt arbeiten? Unglaublich. Und dann hat man Spiralen auch gekannt. Das sieht man hier in diesen Beispielen aus der Höhle von Isturitz. Also Spiralen waren bekannt. Es gibt sehr gute Konstruktionen dazu, auch dreidimensionale Spiralen. Das sehen wir rechts. Da kann man sich drüber streiten, was das ist, aber es ist sicherlich kein Pendel, sondern es könnte zum Beispiel auch ein Verschluss eines Wasserbeutels sein aus Fell, wie wir das heute haben, wenn wir eine Weinflasche verkorken. Und die wird eben dann festgemacht mit so einer Rillenstruktur. Und die Rillenstruktur ist tatsächlich eine Spirale, die man da eingraviert hat. Es könnte auch sein, dass man so eine Art Gewindeschneider hat. Das sieht man da rechts, weil da eine kleine Vertiefung drin ist, wie das auch die Gewindeschneider haben. Aber wahrscheinlich ist es ein Verschluss von so einem Wasserbeutel. Ja, und dann haben wir Messgeräte, nämlich hier entsprechend, um Längen zu messen. Wenn man Hosenanzug macht, ist es ganz blöd, wenn das rechte Bein kürzer ist wie das linke Bein. Also muss man ein relatives Maß haben. Die Abstände hier sind wieder diese 2 mm, die wir vorhin gehabt haben. Und natürlich auch ganz spannend, das muss ich jetzt mal gerade vorführen und ich hoffe auch, dass das funktioniert. Wir schauen uns mal an, dass das hier ein Winkelmesser ist. Das ist nämlich rechtwinklig, das Ganze. Und der Abstand von den Kerben auf diesem Winkelmesser ist tatsächlich 2 mm wiederum. Und ganz rechts, das ist eben das Fundstück in einem dieser Kuppelbauten von Messerich, das die Archäologen im Augenblick als eine Brust interpretieren. Aber tatsächlich ist das aus meiner Sicht ein Lot, mit dem man nämlich diese Kuppelbau vertikal ausgerichtet hat. Und da oben ist ein Käfig, eine Nut, da kann man ein kleines Seil dran machen, wie das auch unten in dem Beispiel ist, aus der neueren Zeit. Und kann damit eine Vertikale ausrichten. Wir haben mit Schablonen gearbeitet, das sehen wir da links, das ist ein Bild aus der Höhle von Lascaux. Das kann man überhaupt nicht als ganzes Bild erfassen. Ich war selber da drin und habe das angeschaut. Und wenn man sich mal überlegt, das ist nur 80 cm, hat man da Beweglichkeit. Man muss also eine Lederschablone mit Harz anheften und dann drumherum malen. Sonst funktioniert das nicht. Heute kann man dieses Ding eigentlich nur filmen als Ganzes. Man sieht auch hier eben nicht das gesamte umgekehrte Pferd. Und rechts dieser Auerochse, eine berühmte Geschichte, der hat 18 Meter Umrisslinie. Wurde auf eine Stellage gezeichnet, mehrere Meter über dem Boden. Und diese Umrisslinie kann man nur durchhalten, a fresco, sonst macht man ja Verzeichnungen, wenn man eine Schablone hat dafür.
Sicherlich hat man auch mit Finger rechnen können. Es gibt Handabbildungen. Nicht alle Handabbildungen waren dafür vielleicht zuständig. Da gibt es noch die Idee, dass da Verletzungen waren oder es gibt auch Rituale, die mit Trauer zu tun haben. Aber es kann auch sich um Zählen handeln. Im Mittelalter hat man Fingerrechnen gehabt. Das sieht man hier ein bisschen. Und damit konnte man alles rechnen. Multiplikationen, Divisionen, war alles möglich. Und es gibt neue Forschungsarbeiten, die ziemlich klar machen, dass die Handabbildungen zumindest in der Höhle von Gargasse und noch in einer anderen Höhle im französischen Bereich, dass diese Malereien etwas zu tun haben mit dem Rechnen, mit dem Fingerrechnen. Man kann auch wunderbar mit solchen Abbildungen Winkelmaße machen, benutzen wir heute noch in der Himmelskunde. Das ist ein ganz schnelles Verfahren. Solche Daumenbreite sind 2 Grad, damit haben alte Seefahrer noch navigiert. Das ist ganz hervorragend, da hat man es auch immer bei sich, die Hand. Aber es wird sehr kompliziert, wenn wir auf die Protoarithmetik gucken. Dann gibt es einen berühmten Fund, das ist der Ishango-Knochen, sage ich mal dazu. Früher hat man gedacht, der ist 10.000 Jahre alt. Mittlerweile weiß man, dass er mindestens 16.000 ist, vielleicht sogar 25.000 Jahre alt. Und dieser Knochen, der hat Ritzungen drauf in verschiedenen Gruppen und diese Ritzungen sind alles Primzahlen. Alles Primzahlen. Und man kann mit diesen Primzahlen einiges anfangen. Manche meinen, es könnte ein Kalender sein, manche meinen, es könnte ein spezielles Rechensystem sein. Es gibt hier sogar Hinweise darauf, dass man mit einem Zehnersystem vielleicht gearbeitet hat. Ein unglaublich kompliziertes Gebilde. Ich habe es in einer Fallstudie für die UNESCO zum Schutz empfohlen, weil es ganz einfach ein ganz wichtiger Gegenstand ist aus der damaligen Zeit. Und natürlich hat man später, das ist jetzt am Ende der Eiszeit, so um 12.000, 10.000 vor heute, auf Kieseln, so vielleicht Spielsteine, wäre denkbar, hat man auch Rechensysteme damit verbunden. Man hat Punkte drauf gehabt und die Punkte kann man statistisch auswerten und stellt fest, dass da eine Häufung ist, die was mit dem Mondlauf zu tun hat. Es gibt aber ähnliche Steine, die man ganz klar, weiß man das, für Rechenaufgaben verwendet hat aus späterer Zeit, nämlich 6.000 etwa vor Christus, bis 4000 vor Christus, Zählsteine, nannte man übrigens Kalkuli, daher unser Kalkulus, unser Rechnen. Und es sieht so aus, als ob die Menschen das nicht nur in Vorderasien gemacht haben, sondern eben schon am Ende der Eiszeit zum sogenannten Assyrien. Und schließlich und zum Schluss kommen wir zur Himmelsbeobachtung, denn auch das hat man gemacht. Wir sehen hier ein Potpourri verschiedener Gebilde, plastischer kleiner Figürchen, die mit Himmelsbeobachtungen zu tun haben, Wandmalereien, Kalendern und dann natürlich auch das ein oder andere, was auf Instrumente hinweist. Ganz wesentlich am Anfang war die sogenannte Phänologie, das waren ja Jäger-Sammler und die haben natürlich ganz genau gewusst, wann die Zeiten sind, in denen man die Tiere jagt oder wann man es besser lässt, weil sie sehr aggressiv sind. Wenn der Mond beispielsweise sehr hell ist, ja, und die Hirsche sich gerne mit ihrem Geweih zeigen wollen, dann ist das gar nicht so schlecht. Ne? Dann kann man sie nämlich überrumpeln. Das heißt also, es hängt sehr davon ab, wie der Mondlauf zum Beispiel ist und was man in der jeweiligen Jahreszeit jagen kann. Natürlich auch Pflanzen. Wir sehen das links bei diesem trächtigen Pferd aus der Höhle von Lascaux. Das sind so Federzeichen, das sind Pflanzen. Man vergisst, dass Pflanzen abgebildet worden sind und zwar nicht zu knapp. Gräser unter anderem und viele andere. Und auf diesen Abbildungen sieht man die Tiere in ihrem Fellwechsel. Ja, da sieht man zum Beispiel links sehr gut Steinböcke. Der linke hat sein Winterfell, das ist dunkel, der rechte sein Sommerfell. Dazwischen drin ein Zeichen und das Zeichen ist ein Gitternetz mit 6 Einteilungen. Das ist also gewissermaßen die Zeit, in der der Wechsel ist zwischen dem Winter und dem Sommer. Das sind 6 Monate, 6 Einteilungen. Das trächtige Pferd sagt auch etwas. Wie lange braucht denn ein Pferd, bis es fohlt? Das ist ziemlich genau 1 Jahr. Das sind 12 Monate, also ein Jahressymbol. Und rechts die Bisonten, da verliert der eine auch das Fell und der andere hat es noch. Also es sind Wechsel der Zeiten. Es geht um die Paarungszeiten, es geht um Trächtigkeitsperioden. Zum Beispiel hat so eine Bisonkuh eine Trächtigkeitsperiode, die in ungefähr der Schwangerschaftsdauer einer menschlichen Frau entspricht. Und daher übrigens auch häufig die Darstellung des Fühlhorns, also des Horns für Fruchtbarkeit mit einer Frau. Ja, die Verbindung der Kuh mit der Frau und unserer Kuh, hier der Bisonkuh, hat was zu tun mit der annähernd gleichen Zeit der Trächtigkeit oder der Schwangerschaftszeit. So, natürlich zum Beispiel bei den Fischen, also ein abgebildeter Lachs aus einer Höhle, etwa 30.000 Jahre alt, da gibt es sogenannte Chronobiologie.
Und wir wissen heute noch von den Indianern, die sagen, die Yurok sagen, hunt land by full and fish water by new moon. Das heißt, wenn der Fisch hier bei Neumond denkt, es wäre gefahrlos, dann kommt er nach oben, man kann ihn jagen. Und umgekehrt natürlich hier auf Land, da ist es so, da stellen sich dann eben, wie gesagt, solche Hirsche gerne da bei Vollmond. Und das haben die berücksichtigt und deswegen haben die die Jagd mit einem Mondkalender verbunden. Und so ähnlich muss man sich es eben auch fürs Paläolithikum vorstellen. Und die haben wir jetzt hier, solche Zeitrechnungen nach dem Monde. Da sehen wir eine, die ist 38 bis 31.000 Jahre alt. Man sieht sogar die Bewegung angedeutet des Mondes über dem Horizont. Und ganz da unten haben wir noch einen ganz besonderen Knochen aus der Höhle von Tai in Frankreich. Und da haben wir eine ganz komplizierte Zeitrechnung. Wir wissen, heute ist ein Lunisolarjahr, also ein Schaltjahr letztendlich aus Sonnen- und Mondlauf mit einer Dauer von 3,5 Jahren auf einer Rippe eines Boviden, also eines Bisonartigen. Und man kann das rekonstruieren, dass wir also hier eigentlich schon einen Kalender haben. Ja, und schließlich haben wir die Beobachtung von Sternen. Da habe ich nun sehr viel selber geforscht und veröffentlicht dazu. Und wir sehen hier ein berühmtes kleines Blättchen. Das ist wirklich sehr klein. Man wird es nicht genau scharf sehen, aber ich zeige es mal, wie klein dieses Blättchen ist. Also das ist ungefähr in dieser Größe hier mit Ocker bestreut, hat man im Lederbeutel getragen. Wahrscheinlich übrigens eine Dame, die das getragen hat. Und was ist der Hintergrund, warum da hat es eine Dame getragen? Ja nun, weil da eine Zeitrechnung mit der Beobachtung eines Sternbildes, nämlich wahrscheinlich mit dem Sternbild, das wir heute den Orion nennen, den großen Jäger nennen, verbunden worden ist mit einer Berechnung der Schwangerschaften. Es ist eine Art negische Regel durchgeführt worden. Und die Figur vorne, die zeigt den Orion zur damaligen Zeit, das kann man rekonstruieren. Und wir sehen auch da rechts einen Blick auf diese Höhlenruine von Geisenklösterle. Und dort, wo die Kerbe ist in dem Tal, dort hat man damals das Sternbild Orion sehen können. Das ist die Figur vorne. Und diese Figur vorne hat so einen kleinen Schwanz, vielleicht der Phallus, vielleicht aber auch ein Lederschurz. Und genau da ist heute zu sehen, auch schon mit bloßem Auge, wenn die Bedingungen sehr gut sind, ist der Orionnebel zu sehen. Und das drückt Fruchtbarkeit aus. Es gibt Mythen in Sibirien, wo das der Samen ist des Jägers Orion. Das hat also was mit Fruchtbarkeit zu tun. Hinten auf dem Blättchen, da ist jetzt eine Zeitrechnung drauf. Da sind vier Spalten drauf und die haben alle 13 Kerben, 10 Kerben, 12 und 13. Und am Rand haben wir wieder die 13, ja. Und 7 und 6 macht nochmal 13. Das heißt, man kann hiermit einen Kalender aufbauen und der stellt fest, dass man, wenn man einen Stern im Orion, die Betelgeuse, der linke obere Schulterstern, entsprechend nicht mehr sieht, weil er quasi von der Sonne überstrahlt wird, dann dauert das ungefähr genau die Zahl dieser Kerben, nämlich 88 Kerben, dann kommt der Stern wieder. Und man kann das nutzen, um exakt die Schwangerschaftsdauer zu prognostizieren, wann eben das kleine Baby kommt. Und das ist wichtig für Jägersammler, die müssen nämlich über die harte Zeit dieses Winters hinüberkommen. Da dürfen sie sich nicht durch die Gegend bewegen. Da sehen wir übrigens, dass diese Figur noch andere Figuren kennt, nämlich eine solche des Löwenmenschen, ebenfalls in Deutschland gefunden. Und eine Dame wird es interpretiert. Ich sehe aber darin eher eine männliche Figur mit einer Keule in der Hand. Wir haben also eine Figur mit einem Löwenkopf. Wir haben eine Figur, die wahrscheinlich eine Art Mensch-Löwe ist. Das ist die von Geisenklösterle. Und wir haben eine Figur mit einer Keule. Und wenn wir uns mal angucken, wie das Sternbild Orion heute dargestellt wird, dann sehen wir die Keule und dann sehen wir den Löwenkopf. Und der Löwe hat was mit der Sonne zu tun, also mit dem hohen Punkt des Jahres. Spannend, dass diese drei kleinen der Löwenmensch ist eine größere Figur, die anderen zwei sind sehr kleine Figuren, dass die alle im Bereich der Donau gefunden worden sind, alle im gleichen Zeitraum, in annähernd gleichen Zeitraum gefunden worden sind. Wir könnten also einen Mythos der damaligen Zeit gehabt haben. Dann haben wir noch die Darstellung von Mondlauf. Die berühmte Venus von Locelle sehen wir hier mit einem Horn. Das Horn hat 13 Kerben. Übrigens, die Dame ist schwanger, wahrscheinlich im vierten Monat. Jedenfalls hat das ein französischer Geologe versucht so zu interpretieren. Und ursprünglich waren das drei ähnliche Frauen, jede mit einem Horn in der Hand, auseinandergenommen worden.
an verschiedene Orte. Nach Bordeaux ist eine gekommen, eine ist in Berlin gewesen, dann zerstört worden, gibt es heute noch die Replik davon. Und ein Mann mit einem Speer. Wir haben sozusagen drei Frauen mit einem Horn, drei Phasen des Mondes. Und der Mann mit dem Speer ist der Dunkelmond, dort nämlich, wo der Mond nicht sichtbar wird. Auch ein ganz großer Zeitraum, 35.000 bis 24.000 Jahre vor heute, wahrscheinlich eher am Ende dieses Zeitraums. Ja, dann gibt es Darstellungen von prächtigen Pferden, die zeigen, dass eine Art Vorgang abläuft. Das sind mehrere Pferde hier und auch mehrere Schwänze. Und dann sehen wir diese seltsamen Zeichen da drin. Und wenn man diese Zeichen alle zählt und das genau auswertet, dann stellt man fest, dass das ein Jahreslauf ist. Wir haben nämlich hier 12 solche Zeichen. Und ein letztes Zeichen, das hier nach links und nach rechts aufgespalten wird. Ein Jahreswechsel ist damit angedeutet. Und wir haben ja vorhin schon gesehen, dass Pferde trächtig 12 Monate eben brauchen, bis das abgefohlt wird. Also das ist wahrscheinlich die Darstellung eines Jahreslaufs anhand der Trächtigkeit von Pferden. Hier sind drei Pferde, es könnte also dreimal ein solcher Jahreslauf sein. Das ist eine sehr komplizierte Geschichte, aber man kann da einiges gut belegen. Ganz besonders interessant ist die Höhle von Lascaux. Hier findet man eine ganze Reihe von solchen Darstellungen, die mit Astronomie zu tun haben. Ich habe sie mal in dieser Grafik aufgezeichnet. Wir haben nochmal diese Bisonten von vorhin. Wir haben Hirsche und auch Rentiere, wo Kalender mit verbunden sind, Zeitrechnung mit verbunden sind. Wir haben eine sehr ausgeführte Zeitrechnung in einem bestimmten Teil, wo ein ganzer Jahresabschnitt dargestellt ist. Wir haben die Darstellung der Plejaden, eines Sternhaufens in der Höhle von Lascaux. Und wir haben eine ganze Kosmologie in der Höhle von Lascaux, 17.000, 18.000 Jahre zurück. Schauen wir uns erstmal die Plejaden an. Wenn man sich mal das Bild des Auerochsen genauer ansieht, den wir vorhin schon gesehen haben, dann sieht man da eine Gruppe von Punkten. Und wenn man das dazugehörige Bild aber viele, viele tausend Jahre später, nämlich 1781 aus einem Himmelsatlas von Bode sich anschaut, dann sieht man exakt so eine Darstellung. Also es ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, annähernd sicher, dass die Menschen den Sternhaufen der Plejaden dargestellt haben, eben vor 17.500 Jahren etwa in Lascaux. Man kann danach ein Plejadenjahr aufbauen, das heißt etwas, was auch in späterer Zeit verwendet worden ist. Hier sehen Sie mal ein Detail davon, links die Darstellung der Plejaden in der Höhle, rechts verschiedene Abbildungen von Plejadendarstellungen in anderen Kulturen heute. Und dann haben wir unten noch was Nettes, das ist Subaru. Das ist ja eine Automarke, mache jetzt keine Werbung dafür, aber trotzdem, Subaru heißt japanisch Plejaden und ist ziemlich genau diese Darstellung. Und oben sieht man noch, wie sich der ganze Haufen versetzt hat über die Zeit von über 17.000 Jahren, aber im Prinzip gleich geblieben ist in seiner Struktur, nur ein bisschen versetzt. Da habe ich gerade darauf hingewiesen, das ist im axialen Divertikel und man sieht hier eine ganze Punktfolge und diese Punktfolge zeigt den Lauf von der Sommersonnenwende über die Brunstzeit des Hirschen, das ist das Äquinoxium, die Herbsttag- und Nachtgleiche. Da kommt dieses Rechteck, das zeigt genau das an. Und dann geht es weiter zu einem Pferd. Ja? Und dieses Pferd hat wieder mit der Trächtigkeitsdauer des Pferdes zu tun. Und wenn man all die Punkte da zusammennimmt und für jeden Punkt hier eine Woche ansetzt, dann kommt man ziemlich genau auch auf die Trächtigkeitsperiode wiederum der Bovidenkuh, die da oben aus dem Pferd herausspringt. Also kurzum, es ist ein Jagdkalender, ein Abschnitt einer Zeitrechnung in einem Jahr mit bestimmten Tieren dargestellt. Nun zum Schluss kommend, wir haben hier diese Kosmologie im Schacht der Höhle von Lascaux. Da habe ich direkt drüber gearbeitet, das ist meine Promotion mit verbunden. Man sieht hier das Bild, dieses berühmte Bild des sogenannten toten Mannes mit einem Vogel auf einem Stab. Ich zeige mal, wie der Stab ausguckt. Das ist nicht das Original aus Lascaux, aber wir haben sowas Ähnliches aus einer anderen Höhle, aus Madassil. Und wir sehen hier einen Birkhuhn auf einem solchen Stab dargestellt. Der ist allerdings dann größer, sozusagen mit einer längeren Stange dran. Links ein Wollhaar-Nashorn, rechts ein
ein Bison. Zwischendrin gibt es gerade Linien, die mit der Schlagschnur aufgebracht sind. Ganz bestimmte Winkel sind da drin. Auf der anderen Seite gibt es ein Pferd. Das ist also im Schacht. Man muss sich abseilen, ungefähr 8 Meter mit einem Rebschnürl. Das hat man auch gefunden, die Abdrücke davon, muss man in den Schacht hinunter. Und wenn man das rekonstruiert, dann stellt man Folgendes fest, dass nämlich genau der Himmel, wie er vor über 17.000 Jahren dort über der Höhle von Lascaux zu sehen war, abgebildet worden ist. Und die Sternbilder kann man zuordnen und den Mann da drin kann man mit Dunkelwolken und dem Sternbild Schwan in der Milchstraße verbinden. Und auf der Gegenseite findet man ein Sternbild, das wir heute als Löwe kennen. Die Chinesen kennen das aber auch als Pferd. Und genau dieses Pferd ist auch auf der Gegenseite im Schacht der Höhle von Lascaux zu sehen. Nun, das kann man ausarbeiten. Man stellt fest, dass sogar die Hand, die der Mann da aufrecht hält, dass die etwas zu tun hat mit einer sogenannten Handregel, die man in der Astronomie ganz gut kennt, zur Bestimmung des Himmelspols. Und tatsächlich ist der Stab, der da tatsächlich senkrecht ist, wenn man von oben reinguckt, die Höhle ist der schräg. Und dieser schräge Stab gibt die Richtung auf den damaligen Polarstern an. Ist nicht unser heutiger Polarstern, ein anderer Polarstern. Und man kann mal sehen, wie das Ganze dann tatsächlich ausschaut. Wir sehen hier von oben runter, da steht der Mann senkrecht, wie er normalerweise auch steht. Und der Stab ist schräg geneigt. Und die Neigung geht genau auf den damaligen Himmelspol. 45 Grad entspricht der geografischen Breite von Lascaux. Und wenn man genau hinschaut, unten am Schacht, dann steht der so. Das heißt, man schaut dann in Richtung auf den Himmelspol. Also eine ganz raffinierte Geschichte, die man da gemacht hat. Und das kann man sich ein bisschen räumlich vorstellen. So würde der ausschauen. Der Stab schaut auf den damaligen Himmelspol hin. Man kann damit sich orientieren. Und für Jägersammler ist doch das wichtig, denn die wollen ja 200, 300 Kilometer eine Orientierung haben. Also schaut man auf den damaligen Polarstern. Ja, und ich kann mal zeigen, wie das ausschaut. Eine Bewegung zur damaligen Zeit. Wir sehen hier in der Mitte diesen Mensch, ja, das ist der Schwan in der Sternbild in der Milchstraße. Und dann sehen wir rechts eine ganze Konstellation, entspricht dem Bison. Und links, das ist heute Pegasus, das entspricht dem Wollhaar-Nashorn. Und ich lasse mal einen Abend vergehen, eine Nacht in der Höhle von Lascaux. Und wir sehen, wie der Himmel sich bewegt. Und es wird sich so lange bewegen, dass dann auf der anderen Seite auch das Pferd erscheint. So, ich drehe das ein bisschen. Und jetzt sehen wir, also wir schauen sozusagen von Norden weg nach Süden. So, das ist noch ein Stück von dem Wollhaar-Nashorn. Wir machen einfach einen Himmelsrund zur damaligen Zeit. Und da kommt jetzt das Sternbild Löwe, was da links reinkommt. Und das ist das Pferd, genau das Pferd. Und das gibt an die Wintersonnenwende. Man kann das zurückrechnen und stellt fest, das ist zur Sommersonnenwende gewesen in diesem Jahrtausend. Und da gibt es noch einen Beleg dazu, denn die haben damals die Bilder zur Sommersonnenwendzeit etwa im Sommer gemalt, denn die haben entsprechende Pflanzen verzehrt, die Pollen kann man auswerten, das sind alles Pflanzen, die mit dem Sommer zu tun haben. Auch die Tiere sind da interessant zu sehen. Also es ist der Sommer, Mitternacht, da sieht man das im Süden und im Norden sieht man eben hier das Sternbild des damaligen Urwildpferdes. Übrigens dieses Wildpferd, das gibt es natürlich auch als Plastik, aber schon aus früherer Zeit. Das kann man hier noch mal ein bisschen sehen. Ein ganz kleines Wildpferd, das ist hier aus Deutschland übrigens gefunden worden und älter, doppelt so alt wie die Höhle von Lascaux, 30.000 Jahre. So, zum Schluss noch etwas ganz Kompliziertes. Das ist ein Knochen aus Achinsk in Westsibirien und ein Mammutstoßzahn, etwa 20 Zentimeter groß, 17 Millimeter hat das Ding im Durchmesser. Interessant, es sind ganze Bänder drauf von lauter Grübchen, die wurden auch entsprechend markiert. Es gibt einen Startpunkt und das hat ein Archäologe, ein Freund von mir, der Professor Larichev, der leider nicht mehr lebt, hat das ausgewertet und festgestellt, dass das eigentlich alle Bewegungen sind der bekannten Planeten da drauf. Natürlich sehr umstritten, eine gewagte Spekulation, aber warum nicht? Es ist denkbar, dass man hier tatsächlich auch geguckt hat, wie die Wandelsterne laufen. Man hat noch kein Bewusstsein gehabt wie heute sicherlich vom Planeten, aber wie halt da sich die Sterne zwischen den anderen Sternen bewegen, die Wandelsterne zwischen den Fixsternen. Ja, das war eine atemberaubende Reise durch diese Zeit. Und wenn man das so sieht, hat man sehr viel Achtung vor den Urmenschen. Hut ab!
Herzlichen Dank für das Zuhören und Zusehen.